Hallo, liebe Erdzeichen, ich grüße euch recht herzlich. Ja, zu einem Update, zu einer Seelenbotschaft für dich. Mein Name ist Jacqueline und diese Legung bezieht sich auf alle Erdzeichen. Wenn du im Sonnen-Mond-Zeichen oder Aszendenten, jetzt muss ich überlegen, Steinbock, Stier oder Jungfrau bist, dann kann die Legung für dich interessant sein. Wir schauen einfach mal rein, worum geht es, was zeigt sich und welchen Impuls kannst du mitnehmen. Diese Legung ist zeitlos. Sollte sie dich finden, dann ist sie vielleicht relevant für dich. Ich bedanke mich zu Beginn von Herzen für alle Likes, alle Abos und alle Kommentare. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das freut mich immer riesig. Ja, und dennoch sollte es dich ziemlich zeitnah finden. Wir haben ja jetzt schon Mitte August. Schauen wir einfach mal rein, was dich gerade beschäftigt. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Ich finde den August sehr intensiv und freue mich natürlich, wenn du hier ein, zwei Impulse aus den Legungen, die ich mache, für dich mitnehmen kannst. Mich selber unterstützt sowas auch immer. Letztendlich ist es ja so, wenn du dir diese Botschaften anhörst, dass du in Reflexion gehst und dich einfach auch intuitiv leiten lässt. Und da es eine kollektive Legung ist, natürlich auch auf deine eigenen Themen umlegst. Ich mische und gehe dann in die Auslegung. Ich werde eine Neunerlegung machen. Aber mich dann wirklich führen lassen, das heißt, solltet ihr das ein bisschen anders kennen von der Deutung, dann bitte nicht mit dem Kopf hinhören oder versuchen, wie ich das jetzt die Infos bekommen habe, sondern ich lasse mich wirklich leiten, ich bekomme Bilder, ich bekomme Botschaften und diese werde ich einfach aussprechen. Und ich verbinde mich mit den Erdzeichen Steinbock, Stier, Jungfrau, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent. Worum geht es? Was ist jetzt wichtig? So, ich beginne einfach mal mit der Mitte, für mich das Thema, worum es jetzt aktuell bei dir gehen könnte. Liebe Erdzeichen, hier liegt die Erde. Hier sind die Münzen. Ritter der Münzen ist die Karte, die das Thema spiegelt, worum es geht. Es kann gut sein, dass es bei dir aktuell um das Thema Job, Arbeit, Geld, Finanzen, Sicherheit geht. Es kann gut sein, für ganz viele bekomme ich, dass du der Ritter der Münzen aktuell bist. Also vielleicht ist es so, dass du aktuell etwas vorantreiben möchtest, vielleicht etwas Neues in Angriff nimmst, vielleicht einen neuen Job hast oder überlegst, in einen neuen Job zu gehen. Und ich muss das mal gerade richten, irgendwie. Okay, ganz gerade ist es nicht, tut mir total leid. Entschuldigung. Ja, also es könnte wirklich bei dir um Berufliches gehen, dass du jetzt etwas anpackst. Und ich finde, das sieht man hier ganz schön. Ich hole mal wieder meinen Stab. Das sieht man hier ganz schön mit der Münze, die festgehalten wird, aber wirklich mit einer Selbstsicherheit, mit einer Vorangehensweise, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt. Ich habe jetzt den Mut, ich habe jetzt die Kraft, ich habe jetzt die Ressourcen und jetzt geht es voran. Und für ganz viele hat das aber auch mit einer Person zu tun, die dich dahingehend unterstützt.
Und es kann sein, dass derjenige am Anfang, bei mir hier gerade die Hörner gezeigt werden, es könnte auf ein Widderzeichen übrigens hindeuten gerade, wird mir gesagt, dass derjenige am Anfang etwas zurückhaltend war oder nicht so ganz einer Meinung mit dir, was das Thema angeht, worum es geht oder was dein Vorhaben angeht. Und dich wird das, also du wirst jetzt aber dahingehend unterstützt. Also es kann gut sein, dass derjenige dir trotzdem hilft, auch wenn er jetzt nicht 100% einer Meinung ist. Wir haben hier den Mond. Also das beschäftigt dich aktuell schon sehr. Und darunter haben wir wieder, also wieder eine Ritterkarte, Ritter der Kelche, der Mond. Der Mond zeigt, dass du aktuell unglaublich in Gefühlen bist, in Gedanken bist, emotional. Das, worum es geht, das beschäftigt dich schon sehr. Also das ist immer in deiner Gefühlswelt. Es kann auch gut sein, dass du aktuell gefühlsmäßig schon schwankend bist, was das angeht, dass du so ein bisschen gefangen bist in deinen Gefühlen mit dem Mond. Und du weißt, da kommt jetzt etwas und das wird auch ganz viel mit meinen Gefühlen, Emotionen machen. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich da stabil bin. Ritter der Kelche. Also das zeigt natürlich auch die Gefühlswelt, die Kelche ist dem Wasser zugeordnet. Vielleicht hast du es mit einer Person zu tun, mit deinem Gegenüber, der sehr gefühlvoll ist, der aber auch unterstützend ist. Vielleicht, wenn es hier um wirklich deinen Herzensmenschen, deinen Partner geht oder in Liebesangelegenheiten, könnte das jemand sein, der dich so ein bisschen von seiner Meinung überzeugen will, also so ein bisschen kriegen will, ne? So, ja, bist du sicher, ich würde das anders machen. Lässt du dich aber jetzt gar nicht groß von beeinflussen, weil ich sehe dich hier schon bei den meisten in der Energie des Ritter der Münzen, also sprich in deinem Zeichen, im Erdzeichen. Und du versuchst jetzt irgendwie alles zu beleuchten, gefühlsmäßig in dieser Situation, wirklich rational zu sein, ne? Also bodenhaftig, deine Spezialität. Deine Gefühle versuchst du aber natürlich auch zu klären, gerade hinsichtlich auf eine Person. Kann auf ein Wasserzeichen hindeuten, also Fische, Krebs, Skorpion. Weil wir zumal hier die Krebskarte haben und hier nochmal der Hinweis auf Wasserzeichen. Also sehr viel Emotion gerade auch bezogen auf eine Person und eine Situation. In der Vergangenheit hier also bezogen auf diese Situation, worum es gerade geht, was die Stabilität, den Job zu tun hat, wie auch immer, das kann bei dir aber auch das Liebesthema sein, ist es so, dass was Schicksalhaftes passiert ist. Ein Ereignis, was definitiv eine Lernerfahrung ist hier mit den Acht der Münzen. Du durftest hier etwas lernen, du durftest hier aber auch etwas erfahren. Hier haben wir die Zehn der Kelche. Also es kann gut sein, dass das, was da passiert ist, dich unglaublich beseelt hat. Vielleicht bist du jemandem begegnet und ihr hattet eine unglaublich schöne Zeit. Es war harmonisch, es war liebevoll, das war vom Schicksal geführt, geleitet vom Gefühl. Das könnte auch erst sein, dass es eine Lernerfahrung war und dass es dann in die Harmonie ging oder dass du dich eigentlich nach Harmonie wirklich sehnst. Also diese schicksalhafte Erfahrung bekomme ich aber schon recht positiv. Im Hier und Jetzt ist es so, dass du das auch alles erstmal verarbeiten musst, was da an Ereignis passiert ist, was du alles erfahren durftest. Es kann auch sein, dass dir ein Geheimnis offenbart wurde und da musst du jetzt erstmal das verarbeiten. In der Zukunft oder das, was auf dich zukommen wird, das ist doch der Knaller. Wir haben wieder eine Ritterkarte. Ritter der Schwerter liegt jetzt hier. Also, was auf dich zukommt, wenn du sagst, das betrifft mich jetzt, ich sehe die Parallelen in der Legung bezogen auf meinen Job, auf Beruf, auf Finanzen, auf die Stabilität, ist es so, dass es vielleicht der Hinweis hier ist mit den Vier der Münzen, dass du etwas sparsamer sein solltest in der Zukunft oder deine Sachen beisammen halten solltest. Nicht dieses Klammern, aber einfach achtsam sein mit Hab und Gut. Das ist das, was ich bekomme.
Von deinen Emotionen her, von deinen Gefühlen her ist es so, dass es gut sein kann, dass du hier Entscheidungen treffen musst und die Entscheidung kann sein, dass du etwas anderes zurücklassen wirst. Mit den 10 der Schwerter ist es so dieses, eine Situation wird beendet und da ist auch nichts mehr zu holen. Also solltest du zum Beispiel in einen neuen Job gehen und du bist dir gerade noch unsicher, dann musst du halt den alten loslassen. Oder wenn du dich dagegen entscheidest, dann musst du aber wirklich auch mit der Entscheidung leben, weil diese Möglichkeit wird sich dir nicht nochmal bieten, zum Beispiel. Wenn es sich bei dir aber vielleicht um familiäre Themen, um Beziehungsthemen, was auch mit Sicherheit für dich zu tun hat, handeln sollte, dann kann es gut sein, dass du nicht so, ich sag mal, großzügig sein sollst, sondern wirklich gucken sollst, was für Ressourcen habe ich, welche kann ich geben, ohne dass es mir weh tut. Der Ritter der Schwerter ist so ein bisschen dieses, du musst jetzt an dich denken. Das bekomme ich jetzt in der Situation. Also egal, um was es hier bei dir geht, wirklich den Fokus auf dich legen und wirklich mal rational zu sehen, was steht mir zur Verfügung, was kann ich weggeben, ohne dass es mir weh tut und besser mal alles beisammen halten. Das gilt aber auch bezogen auf deine Zeit. Also wenn jemand von dir immer wieder Zeit einfordert, in der Familie, im Freundeskreis und du weißt eigentlich, die hast du gerade nicht, dann darfst du die auch wirklich bei dir behalten und sagen, hör mal, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Zu gucken, dann und dann habe ich Zeit, da wird es mir nicht so wehtun, sag ich mal, da kann ich dir gerne helfen, aber schon klar kommunizieren. Es geht hier um klare Kommunikation, es geht hier wirklich darum, dich, dein Anliegen voranzutreiben. Und ich habe so das Gefühl, dass es dir vielleicht am Anfang etwas schwer fallen wird, weil du natürlich hier mit den 10 der Kelchen die Harmonie gerne hast. Ne? Das nährt dich auch. Du bist aber gerade sehr im Gefühlschaos oder in den Gedanken und versuchst beides unter einen Hut zu bringen. Und das schaffst du, indem du wirklich klar kommunizierst und auch guckst, was für Ressourcen habe ich. Was kann ich weggeben? Worauf sollte ich achten? Wir schauen jetzt mal, was am unteren Kartenrand hier liegt. Tja, das ist die Königin der Kelche. Also wir haben wirklich viel Wasser und Erde. Und die Königin der Kelche könnte zum einen jemand sein, der dich unterstützt. Das haben wir hier auch schon, ne? Mit der Kelchkarte. Es kann gut sein, dass du Unterstützung bekommst. Es kann aber auch sein, dass du aufgefordert bist, mehr in die Energie von der Königin der Kelche zu gehen, mehr in die Gefühls-Intuitionswelt und zwar bezogen auf dich und nicht auf andere. Also viel mehr dich mit dir beschäftigen, mit deinen Themen, mit der Materie, aber auch mit deiner Innenwelt, mit deiner Innenschau. Und das ist hier auch so der Rat, das wird dir gut tun, das wird dir helfen. Und auch wenn du hier etwas zurücklassen musst, eine Situation, dann hilft dir das besonders. Vertrau auf dein Gefühl, verbinde dich mit deiner Intuition. Ich hätte hier gerne eine Überschriftkarte für die lieben Erdzeichen, für diese Situation und Release. Für mich gerade aktuell ein kurzer Hinweis auf die Zeit des Herbstes, auf die Erntezeit. Es kann gut sein, dass das wirklich für dich hier irgendwo auch eine Ernte ist, wenn du etwas loslässt und zwar das Gefallen wollen der anderen. Also dieses jedem gerecht werden, jedem etwas, jedem gefallen wollen, jedem ein Gefallen tun. Das darfst du jetzt loslassen und selber mal ernten. Jetzt ist auch mal an der Zeit, dass Menschen dir mal einen Gefallen tun. Jetzt ist auch mal an der Zeit, zu sagen, okay, kannst du mir vielleicht mal helfen, weil ja, ich muss gerade schauen oder könntest du mich unterstützen oder hör mal, ich habe jetzt gerade wirklich gar keine Zeit, aber ja, vielleicht verschieben wir das einfach alles auf nächsten Monat. Es ist eine zeitlose Legung, aber je nachdem könnte der Herbst hier für dich relevant sein oder Relevanz haben. Die Zeit, wo die Blätter fallen, die Zeit, wo die Natur sich färbt.
Ein Hinweis auf deine Gefühlslage, also ein Rat der geistigen Welt bezogen auf deine Gefühlswelt, weil ich glaube oder ich ja sehe, dass das hier sehr relevant ist. Was dürfen die Erdzeichen beachten hinsichtlich der Gefühle, der eigenen Gefühle? Kommt sie auch schon rausgeflogen? Mut. Du darfst Mut haben. Und das bekomme ich wieder in Verbund Mut, deine Wahrheit zu sprechen, Mut auch in die Richtung zu gehen, die du willst. Ne? Auch gerade wenn wir hier das mal auf den Job oder beruflich oder wie auch immer, auf die Liebe umlegen, auf die Familie. Du darfst hier mutig sein, zu deinen eigenen Gefühlen zu stehen. Wir haben hier wieder den Mond. Du darfst mutig sein und vorangehen. Mutig in die Zukunft und dabei aber achtsam sein bekomme ich. Ja, liebe Erdzeichen, das war deine Botschaft. Ich bin gespannt, wie es mit dir resoniert, ob es mit dir gepasst hat. Was ein Dolch, ich habe heute schon viel gesprochen, Entschuldigung. Also, ich hoffe, du konntest hier den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Und sollte dir das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo, einen Kommentar und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, ganz viel Mut und sage bis ganz, ganz bald. Mach's gut.